Was fällt dich hier auf in diesem Minecraft-Dorf? Ja, das schaut halt sehr anfängermäßig aus. Oh, ey, wieso? Du weißt, was passiert, wenn man dich schlägt. Ich weiß. Aus dem Grund bitte nicht schlagen. Bitte nicht. Oh, meine Hand zuckt gerade. Bitte nicht, tu es nicht. Was wäre jetzt dein Tipp? Was sollte man hier verbessern? Alles. Ach, ey, warum tut's? Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Baufolge von Minecraft Loser. Und ich werde heute wieder was Neues bauen für euch. Ich weiß noch nicht ganz genau, was. Vielleicht könnte ich ja... Also... Wow. Wie bitte, was? Hallo? 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 Ja, wo bin ich hier? Chaos Flo, bist du's? Hilfe, ich bin hier irgendwo in ein Loch gefallen. Wie, du bist ins Loch gefallen? Wo bist du denn? Was machst du auf diesem Minecraft-Loser-Server? Ich glaube nicht, dass du hier hingehörst, mal ganz ehrlich. Hä, Hilfe, ich habe so ein Video geguckt. Top 4 Minecraft-Server, da war das dabei. Nicht dein Ernst? Oh, wer hat das denn jetzt schon wieder veröffentlicht? Och, Mann, ist das blöd. Ich glaube, das war von Dania oder irgendwie Och, so. Och, nein, von Dania sollte das gar nicht sein. Weißt du ungefähr, wo du bist gerade? Ich sehe Sand und, Sand. Ah, hier ja. Hier ist ein Baum. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich hol dich ab. Einen Moment, ich hol dich gleich ab. Sag mal, wie bist du denn? Wie bist du auf den... Wer hat meine IP-Adresse veröffentlicht? Wer war Hilfe. Das? Hilfe! Ja, ganz... Flo, also jetzt mal ganz ehrlich. Also, du kennst dich ja in Minecraft deutlich besser aus als ich. Entspann dich. Du wirst es überleben, okay? Du wirst es überleben. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Du hast gesagt Sand, ne? Ja. Okay. Kannst du schwimmen? Mal so eine Frage. Hast du schon das Seepferdchen? Ja, ich kann schwimmen. Okay, du kannst schwimmen, das ist schon mal gut. Okay, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass du hier vorne bist, weil... Also ich bin ja eine Wassermelone, also. Okay, ja, das stimmt. Also wenn... Ah, ich sehe dich, glaube ich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja! Hilfe, ich bin hier reingefallen. Ach, ja, gut. Also, falls du... falls du es nicht weißt, bei Minecraft kann man auch Sachen abbauen. Ah, oha, Leute, Flo ist heute hier, Chaos Flo, und wenn du schon mal hier bist, Chaos Flo, ich hätte da eine Idee, hättest du Lust, hast du kurz Zeit oder, also wenn du schon Zeit hast, möchtest du mir Minecraft beibringen? Also nicht ganz, guck mal, wie er lacht, ja, also ich habe gehört, du bist da auch bei so einem Projekt dabei, aber dazu vielleicht, oder ich bin bei einem Projekt dabei, aber dazu vielleicht später mehr nochmal, also, guck mal, was der hier schon rausholt. Ja, ist klar. Also, heute gibt es kein PvP, weil ich wäre da wahrscheinlich sowieso nach 10 Sekunden tot. Und zwar, also wenn du schon hier auf dem Server bist, guck mal Richtung, ja, Horizont. Siehst du da was? Hö, was ist denn das hier? Da ist so eine... Ja. Ist was Weißes. Sag nichts Falsches. Warte mal, das muss ich mir genauer anschauen. Ja, guck's mal an. Wenn du schon mal in die Richtung schwimmst, das ist unser Minecraft-Loser-Dorf, das wir angefangen haben im Survival und fortgeführt haben. Oha, wer wohnt hier? Also Dania wohnt hier, ich wohne hier, Claudio war kurz Mieter, ist jetzt aber ausgezogen, will sich aber wieder einkaufen. Mal gucken, ob er die Kaution zurückbekommt. Ja, wenn Oha, du schon mal... hier ist ein Freibad. Ja, wenn du schon mal hier bist, dann kann ich dich auch hier gerne durchführen, wenn du möchtest. Nein, ich geh jetzt zum höchsten Sprungbrett. Ja, mach das. So, zeig mal deinen besten Trick. Oh, ich hab ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Oh, ich wollte... Och, Mann, jetzt hat's nicht geklappt. Okay, ich mach die 360, 720 Grad, 1080. Yo. Ja, ich zeig dir dann gerne mal unser Dorf. Komm mal mit, ich mach mal eine Rundführung für dich. Let's go, komm. Okay. Und du gibst bitte deine ehrliche Meinung dazu ab. Ist das in Ordnung? Okay. Und wenn dir was Gutes einfällt, dann kannst du auch gerne natürlich hier mitbauen. Ist kein Problem. Das ist ein öffentliches Projekt sozusagen für alle, die auf dem Server sind. Okay, aber ganz wichtig. Komm mal her. Oh, jetzt kommt's wieder. Ja, ich weiß, ich muss abonnieren. Ja, erzähl. Nicht Dania sagen, dass ich die IP abgespeichert habe. Und dass ich so mich raufgeschlichen habe. Also, weißt du was? Finde ich überhaupt nicht schlimm. Weil es ist mal schön, jemand anderes auf diesem Server zu haben. Letztens war Easy auch da. Ist nicht so gut für mich gelaufen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du jetzt hier bist, das könnte ein bisschen besser laufen. Okay, dann komm mal mit. Was fällt dir hier auf in diesem Minecraft-Dorf? Ja, das schaut halt sehr anfängermäßig aus. Oh, ey, wieso? Wieso tust du mir das jetzt gerade an? Ja, aber das ist nichts Schlimmes. Es ist so, guck mal, jeder baut auf seine eigene Art, wenn er quasi okay. Neu im Spiel ist. Gut, dann fangen wir mal vielleicht als erstes... Warum ist hier Bedrock? Ich verstehe es auch. Ich glaube, das war ein Bug, weil ich mal ein Datapack installiert habe. Seitdem ist das hier Bedrock. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass Claudio das hier gecheatet hat. Na, aber man merkt schon, also guck mal, hier sind schon die Fortschritte. Hier ist schon so ein schöner
Bronnen? Ja, den hat Easy letztens noch ein bisschen verfeinert. Also, dass dir genau die Stelle auffällt, die Easy jetzt verbessert hat, ist natürlich wieder typisch. Aber es ist okay. Fangen wir vielleicht doch mal an mit Claudius Turm. Was sagst du zu Claudius Turm? Also, das soll so ein bisschen Aussichtsturm sein. Was? Ja, das sieht so aus, so wie mein erster Turm. Ach, ey. Vor wie vielen Jahren? Vor wie vielen Jahren? Vor 14 Jahren? Oh. Nee, warte, da gab es kein Minecraft 13, maybe? Das tut jetzt ein bisschen weh. Das tut jetzt echt ein bisschen weh. Okay, den Diab... Ja, es gibt eine Katze. Also das, ist Claudius Turm. Wie gesagt, der war hier Mieter, ist jetzt aber länger schon nicht da. Hier sind Dias. Ja, die hat einfach übersehen, Junge. Oha, was ist das für einer? Also im Endeffekt musst du wissen, das ist eine Falle. Oh. Also am besten nicht abbauen, aber brauch ich dir nicht sagen. Ja, also komm nach oben. Weißt du, was mir eingefallen ist? Bau ihn nicht ab, bitte nicht. Oh mein Gott. Obwohl, warte ich. Was passiert da? Mich würde es eigentlich auch interessieren. Haben wir hier eine Eisenspitzhacke oder so? Machen wir gleich vielleicht mal zum Abschluss. So, ich habe hier Schleimblöcke nach unten gebaut. Also den größten Teil haben Danja und ich für Claudio gebaut. Okay. Also es ist der... Die sind Hunde! Ja, die warten immer noch auf ihren Besitzer. Also im Endeffekt geht es bei diesem Turm nur darum, ein bisschen einfach einen Ausblick zu haben. Mehr nicht. Das ist krass. Mehr nicht. Und was hat's mit diesen... Ach, das ist eine Schienenbahn. Ja, das ist so eine Achterbahn, beziehungsweise... Ich dachte dir, warum sind hier Rohre? Die haben wir letztens gebaut. Und falls man hier runterfällt, kein Problem, unten sind Schleimblöcke. Also ist ein bisschen gesichert. Ja, ich weiß, sag nichts Falsches. Es ist ein Minecraft-Loser-Dorf. Nein, es ist schon... Es hat was. Es hat was, gut. Okay, wie du sehen kannst, ist alles so ein bisschen Kirschblütenoptik. Damit haben wir angefangen. Was? Ja, warum war... Was? Was? Sag nichts Falsches! Warum habt ihr hier Endkristalle? Also, das war die letzte Folge, wo ich hier gebaut habe. Im Endeffekt soll das ist das Portalhaus, ne? Also, das du, ist... Du weißt, was passiert, wenn man die schlägt. Ich weiß. Aus dem Grund bitte nicht schlagen. Bitte nicht. Boah, meine Hand zuckt gerade. Bitte nicht, tu es nicht. Also im Endeffekt soll das so ein bisschen demonstrieren. Wir haben ja Minecraft tatsächlich im Survival-Mode durchgespielt, musst du wissen. Ich weiß nicht, wie lange... Ehrlich? Ja, wie lange wir dafür gebraucht haben. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Videomaterial wahrscheinlich so 10 Stunden ungefähr. Da ist doch so Sachen drin vom Survival-Mode. Ich schaue, ob irgendwo Essen ist. Kann ich hier was nehmen? Bei Danja ist gleich Essen. Wir können bei Danja gleich essen. Alles gut, ich hab schon. Sehr gut. Im Endeffekt, ja, ist das so ein bisschen das Portalhaus, ne? Also hat keine wirklich großartige Funktion, bis auf hier natürlich mit dem Verzaubern. So, was wäre jetzt dein Tipp, was sollte man hier verbessern? Jetzt brauche ich mal deine Profi-Meinung. Alles. Ach ey, warum? Nein, Spaß. Warum tust du mir das Was könnte man verbessern? Ich würde die Sandsteine verbessern. Okay, die passt nicht so zu dem Netherrack. Was würdest du stattdessen... Irgendwas so rot, komm mal, das hier so als Stil, so rot und lila. Vielleicht würdest du bei dem bleiben. Okay, warte, ich gehe mal kurz in Creative und Projekt ist ja lange vorbei. So, also du hast gesagt rot-lila so ein bisschen, ne? Vom Farben. Ja. Meinst du, sowas würde hier passen? Guck mal, sowas hier. Ja, safe, guck mal, das wirkt schon ein bisschen mehr so höllisch. So, ne? Ja, hast du recht, gebe ich dir recht. So, behalte ich mal im Hinterkopf. Du musst natürlich auch eine Punktewertung abgeben. So, gib mal eine Punktewertung für Claudius Turm ab. Nein, Flo, ich weiß, was du machen willst. Nein, ich habe das Schild gelesen. Ach so. Ja, Kahns Haus, ja, stimmt. Ich habe tatsächlich eine Redstone-Sache. Stell ich mal hier vorne hin, bitte. Danke. Oh, das hat super funktioniert. Ja, also... Wow, falls, aber hell, das ist schon fortgeschritten. Also, falls jemand an der Werkbank ist, kann man hier ein bisschen was machen. Wow, wo war's? Ich weiß es gar nicht. Hier, Mann, hier! Das finde ich überhaupt nicht witzig. Weil wir sind in dem anderen Projekt, in Minecraft Evolution, wo ich jetzt bald auch sein werde, habe ich das Gefühl, ich habe schon mit Tops gesprochen, da meinte ich mir sowieso der Opa auf dem Server, also, I don't know. Okay, Ja, aber guck mal, ich kann dir was beibringen. Also, ja, let's go. Ich weiß, ob du es weißt. Let's go. Also, diese Kristalle. Ja, ich weiß. Die höchste Form von PvP in diesem Spiel. Richtig. Kann man Enderkristalle eigentlich craften? Geht das? Ja, aber es sind sehr aufwendig. Da brauchst du Enderaugen. Ja, okay. Aber brauche ich Sachen aus dem End dafür? Aber wenn jetzt einer hier so steht und du stehst hier unten, kriegst du fast keinen Schaden und er kriegt selbst in einer Full-Dier-Rüstomat wieder gewonshottet. Ist das nicht, obwohl, ich weiß gar nicht, was geht nochmal auf... Nein, schlage nicht. Nein, mach ich nicht, aber ich glaube, wenn man das Bett in der Hölle sozusagen
So, ja, das ist auch so ähnlich. Genau, aber da geht es meistens, glaube ich, nur auf die Beine. Aber der ist nochmal stärker. Aber geht das auch nur auf die Beine, wenn man hier steht? Also ist der meiste Schaden bei den Beinen dann? Ja, okay, ja, das stimmt, okay. Okay, weil das hatte ich, meine ich, gesehen, dass sozusagen der meiste Schaden auf die Beine geht. Okay. Belanias Place. So. Ich dachte, hier steht Palace. Ja, auch teilweise. Also das ist eigentlich so das aufwendigste Haus. Lass uns erstmal auch so rum, weil wir haben letztens hier ein Café gebaut für Danja. Oder besser gesagt, ich habe ein Café für Danja gebaut. Oha, guck mal, sogar Stützen, also Realismus. Oh, ey, guck mal, ey, ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, ich weiß ganz genau, so, boah, oha, weiß ganz genau, dass das 1x1 ist, aber bis wir das hinbekommen. So, das ist ein Café, was ich gebaut habe. Oh, der ist schon ehrlich gut aus. Hat das easy verschönert? Nein, das habe ich komplett gemacht, ganz alleine. Oha. Was sagst du zum Kamin? Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber... Ja, ist, ist ein Kamin. Ja, aber schon wirklich gut aus. Also ja, mit so... Man hört die Begeisterung. Ich jetzt erwarte, machst du normal mit so Netherrack und Feuer normal. Ah, okay. Verstehe. Lagerfeuer ist schon mal ein Fortschritt. Okay. Ja, das ist das Café. Und dann hat Danja hier einen Teich angebaut mit Bambus und wusste natürlich nicht, dass dieser Bambus komplett nach oben wächst. Tja. Ja. Oh, ihr habt Axolotls. Ja, einfach so ein Teich. Wusstest du, darf ich dir mal kurz einen Funfact erzählen? Wusstest du, dass ich dachte, dass Axolotl eigentlich Fabelwesen sind und keine echten Tiere? Ja, genau. Ja, ich weiß, ich wusste es nicht. Sag jetzt bitte, du wusstest das auch nicht. Aber es sind schon, also ich kannte die generell nicht davor. Ja, das ist der Teich. Okay, dann gehen wir mal in Danjas Haus. Wobei, warte, sie hat hier einen Sleeping Place, den hat sie letztens verbessert. Wow. Ja. Ein bisschen. Die kann sich raussuchen, ob sie hier oder hier schläft. Ja, ein bisschen Wohlfühlfaktor. Okay. Okay, so, und dann zeige ich dir jetzt nochmal kurz das Haus. Hey, nichts kaputt machen. Oder besser. Doch, bei Danja schon. Ist okay. So, Danjas Haus ist, muss ja auch rudimentär. Also, das war so ein bisschen unsere Basis. Und die Sachen findest du hier unten. Komm mal mit. Aber. Bitte jetzt nicht wundern, also da ist jetzt nicht super viel drin. Aber ich bin ehrlich, also ich hätte nicht erwartet, dass ihr so viel gebaut habt hier. Ja. Oder auch hier, so viel gedacht habt. Hier unten hatte dann ja noch ihren Special-Bereich, die hat hier ein bisschen geschummelt im Creative. Wow. Die hat sich hier ein bisschen... Ein Drachenei. Ja. Wie kann man das, was kann man mit dem Drachenei machen, Chaosflo? Also, wenn du das in die Hand nimmst, dich dreimal im Kreis drehst... Nein! So dumm bin ich nicht. Und wenn du dann den magischen Spruch sagst, sagst Drache erwache, sag mal. Drache erwache. Oh no, er hat das Spiel verlassen. Ja, genau das passiert, wenn man versucht, ein Drachenei zu öffnen. Genau das. Komm wieder zurück, Flo, wo bist du? Ich komm. Er kommt. Wo bist du denn? Da ist er! Ach ja. Also, guck mal. Ich bin jetzt der Officer Flo und ich habe hier ein Drachenei gefunden, was unbeaufsichtigt hier gelegen ist. Ja. Das verstößt gegen Gesetz, Richtlinie, warte, was ist hier? Ja, hier ist nichts zu sehen. Aber willst du es sehen? Hä? Yo, das ist die geheime Kammer. Guck mal bitte, was sie da in der Schatzkiste hat. Yo, hä? Ja, genau das. Das wird erstmal konfisziert. Ja, gehört sowieso Frau Danja. Dementsprechend, Mr. Officer, kein Problem. Gehört sowieso nicht mir. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Das ist alles Danjas. Okay. Sehr gut. Gefällt mir. So, warte, ich mach das hier wieder zu. Ja, los. Hey, Mr. Officer. Ey, das ist aber jetzt hier. Ja, warte, ich kann nicht mal alles mitnehmen. Das ist ja unfassbar. Okay, ich komm. Oh, kommen Sie mit. Ich mach das hier wieder zu. So. Ja, das ist halt so Danjas Haus. Also hier war unsere Basis, hier haben wir alles gesammelt, was wir brauchten. Wir haben lange gebraucht. Okay, das ist Danjas Haus. Hier oben kannst du noch sehen, Standardzeug, ne, Öfen und alles, was wir brauchen. Ja, that's it. Was sagst du bisher zu den Häusern? Was sagst du zu Claudios Turm? Was sagst du zu meinem Portalhaus? Was sagst du zu Danjas... Weil dein Portalhaus ist dein Haupthaus auch, oder? Ja, also im Endeffekt musst du so denken... Danjas Haus ist eigentlich das Haus zum Wohnen, Claudios Haus ist das Haus zum Überwachen und mein Haus ist das Haus zur Hölle. Ah, aber es geht jetzt um reine Optik. Was würdest du sagen, wie viele Punkte vergibst du? Hör auf die ganze Zeit zu klauen, Mann, du bist bei der Polizei! Was will ich klauen? Ich will gar nicht hier rein! Ja, achso, das ist bei mir, danke! Ja, das ist... Also erstmal bin ich jetzt nicht mehr im Dienst, Mr. Officer macht Feierabend, holt sich die Donuts und ist wieder Flo! Hallo, Mr. Flo! Mann,
Ich hab gehört, hier ist ein Officer irgendwo. Ja. Muss aufpassen. Hat Feierabend nicht, der, gemacht. Hat Feierabend nicht, dass der nicht blitzt. Ja, am besten. So, aber wir sind noch gar nicht gefahren mit der Bahn, oder? Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wie viele Punkte vergibst du? 0 bis 10? Jedem Haus, meinst du? Mhm. Ja, also ich bin ehrlich, also von 0 bis 10, der Turm kriegt, boah, weiß nicht, eine 3, eine 3 von 10. Eiskalt, eiskalt. Ja, okay, was sagst du zu Danias Palace? Der ist cool, bin ich ehrlich, der kriegt eine, boah, was gebe ich, der kriegt eine 7,5. Okay, was sagst du zum Portalhaus? Ja, der Turm ist schon cooler. Ich warte. Was? Eiskalt. Nein, also ich gebe dem hier, ja, das Portal ist schon cool. Das ist die Kristalle, ich gebe eine 6 von 10. Okay, alles klar, danke. So, ich zeig dir noch ganz kurz den Rest, dann machen wir die Achterbahnfahrt noch. Wir haben hier einmal einen Tunnel, der führt zu einem coolen Cave. Ich zeig dir das mal. Ist es auch sicher hier? Ja, ist sicher. Bisschen Verletzung gehört dazu. Also das hier, da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Geht noch tiefer. Also hier haben das wir ist Schleim. Ja, mittlerweile auch Schleim. Aber ich weiß nicht, ob der. Also ich glaube, den hat Danja wieder im Creative hinzugefügt, wie sonst auch alles bei Danja. Genau. Also hier haben wir, falls jemand oben gebaut hat, konnte ich hier. Aber ich schwör's dir, ich tu gerade so, als hätte Flo noch nie in seinem Leben Minecraft gespielt. Dabei ist er einfach 10 Jahre voraus. Genau, wow. Und sonst haben wir halt hier alles, was man im Dorf braucht. Wir haben ein bisschen Schafe, wir haben Kühe, wir haben Zuckerrohr, wir haben Getreide. Ach ja, und guck mal, was wir noch gebaut haben. Zeig ich dir jetzt nochmal. Komm mal mit. Was denn? Komm mal mit, ich zeig's dir. Wirst es gleich am Horizont sehen. Jetzt kommt so, das war alles eure Fake-Base. Jetzt kommt die richtige. Nein, das... Hä, was? Guck mal, jetzt siehst du schon da hinten. Da hinten haben wir eine kleine Mob-XP-Farm. Genau, haben wir eine Mob-Farm gebaut. Hat auch funktioniert. Hat ein bisschen gedauert, aber hat funktioniert. Also, falls du XP brauchst, ich weiß zwar nicht, wann du wieder auf dem Server bist. Wahrscheinlich nie wieder, aber ist okay. Da haben wir eine XP-Farm. Boah, XP. Ey, guck mal, ey, das ist... Flo, hörst du jetzt auf damit? Wir sind voll stolz auf dieses Loser-Dorf. Ey, das Dorf ist aber wirklich cool, aber... Also, ich brauche jetzt keine XP. Okay, so, du kannst gerne eine Achterbahnfahrt machen. Da steht auch schon das Minecart bereit, bitteschön. Ja. Yeah. Hast du auch eins? Ja, warte, hole ich mir. Let's go. Du musst, ja, ich habe keinen Schalter, ich habe das nicht hinbekommen. Fahr einfach los. Wow. Wieso haben wir nicht so die Rundtour gemacht? Bitte? Wieso haben wir nicht so die Rundtour gemacht? Ja, das wäre ja zu schnell. Also, das gibt's nochmal zum Abschluss. Hä, was? Wer hat das abgebaut? Das hat jemand abgebaut! Oh, Baustelle! Ja, aber das hat. Ich glaube, Danja war dran schuld. Ich hatte das. Ich habe schon die Rundfahrt hier gemacht. Also, es führt. Ach ja, genau. Ich habe dir das Freibad noch gar nicht gezeigt. Was ist denn hier los, Mann? Baustelle. Ehrlich! Das passt hier alles nicht. Hier. Nochmal rein, bitte. Danke. Was ist denn hier los, Mensch? Mann! Ach, Flo, es tut mir leid. Aber irgendwie auch nicht. Wo bist du denn? Ich komm schon. Oh nein. Guck, ich war... Mit Danja waren wir auf diesen Minecarts unterwegs. Siehst du, wie stressig das ist manchmal mit Danja hier auf so einem Server? Okay, ich bin back. Schon wieder! Blockade! Das ist... Wo block... Was? Ehrlich? Ich vercheck das nicht! Ja, also... Sei mal froh, dass die Punkte mit schon stattgefunden haben. Mann, warum sind hier so viele Minecarts, Mann? Okay. Also ich sag ehrlich, das hat so ein bisschen Realismus. Oder? Sei ehrlich, bisschen so deutsche... Man steht immer im Stau. Bisschen deutsche Bahn-Feeling, oder? Bisschen deutsche Bahn-Feeling hat es auf jeden Fall. Aber hier zieht's, hier ist, Ja, ich sag doch, weil Danja war hier unterwegs und keine Ahnung, was sie hier schon wieder fabriziert hat. Ja, ich auch ein bisschen. Ich auch ein bisschen tatsächlich. Okay, so, dann kann ich dir zum Abschluss gerne noch das Schwimmbad zeigen. Komm mit. Oha. Wer hat das gebaut? Das habe ich gebaut, das Schwimmbad. Aber ist jetzt auch nicht das Beste, ne? Also, ist ja klar, ne? Also, entspannen Sie sich, der Herr. Also, ich brauche jetzt, rufen Sie nicht wieder her, Police Officer. Muss jetzt nicht sein. Okay, ich werde nicht snitchen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ganz normales Schwimmbad, Freibad. Also, ich habe mich jetzt erstmal für ein Freibad entschieden, einfach, weil ich vielleicht noch ein Hallenbad bauen möchte.
Hier haben wir auch Whirlpool. Hier dampft sogar. Ja, ist ein kleiner Whirlpool. Ja, ich bin ehrlich, vielleicht so in Minecraft Evolution so ein Freibad wäre schon cool. Oder? Sei ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das Projekt dann... Möchtest du... Nein, ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht. Was? Also, ich könnte dich auch als Bademeister einstellen. Was? Also, wenn du möchtest. Wassermelone, checkst du? Ja, natürlich. Boah, das wäre schon cool. Also aber wir brauchen dann eine Rutsche. Ja, auf jeden Fall, genau, die Rutsche fehlt noch. Aber weil ich jetzt hier nicht so viel Platz hatte, dachte ich, okay, ich lasse es. Also ich könnte natürlich einen Wasserpark eröffnen bei Minecraft Evolution. Kostet natürlich mach einen Wasserpark und dann machst du die Danja Special Rutsche und die führt einfach in Lava. Von der Insel runter. Ja, oder das wäre richtig. Das ist eine gute Idee. Aber so, Flo, du darfst dann ja nichts sagen. Auch den anderen bitte nichts sagen. Das bleibt unser Geheimnis. Wovon denn? Richtig. Wer bist du überhaupt? Genau das wollte ich hören. So, Flo. Du hast das Minecraft-Loser-Dorf gesehen mit all seinen Attraktionen. Schulnote möchte ich jetzt von dir hören, bitte. Während ich mich hier sonne. Also, ich würde dir geben. Also für euch alle, meinst du? Ja, genau, wir haben das ja alle gemeinsam gemacht. Also, Schulnote. Also ich muss erst sozusagen Baustil gebe ich, guck mal, aber ich mach's in 3 Noten. Okay, gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Baustil, man muss ja auch einbrechen, dass ihr noch Minecraft-Anfänger verhältnismäßig seid. Ja, ich spiel zwar Minecraft nur seit 4-5 Jahren, aber ja. Baustil richtig. Ist eine 2. Oder warte mal, okay. Was ist, Schulnoten, in Deutschland gehen wie viel? Bis 6? Ja, 1 ist Beste, 6 ist Schlechteste. Ja, okay, weil in Österreich geht's nur bis 5. Ich weiß, ja. Kommt in der Schweiz okay, auch, ja, dann ich weiß gar nicht. Ja. Dann, warte mal, was ist denn die nächste Kategorie, die ich hier bewerten kann? So, vielleicht so Sinn, so wie praktisch das ist. Ja, gut, also... Also ich weiß nicht, ob so praktisch ist, Endkristall hier zu haben. Weiß ich jetzt nicht. Einmal Skelett kommt, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Weiß, ja, gebe ich dir recht. Aber guck mal, so gegen Diebe, also es wird sich nie im Leben jemand genau hier hinstellen, aber... Ja, ich sag mal... Stell dich doch einfach dahin. Ich sag mal, es ist schwer zu sagen. Ich gebe auch mal eine 2 für sinnvoll. Okay, alles klar. Weil ihr habt diese schöne Bahn, wo man überall umherkommt. Okay, gut. Ihr habt die Farm, die XP-Farm. Nee. Ich geb sinnvoll schon eine 1. Ihr habt schon noch sinnvolle Sachen hier. Du weißt schon, dass 1 also die beste Note ist? Bist du dir sicher? Ja, dann sagen wir 1 bis 2. Okay, gut. Du kannst auch 1 minus oder so, wenn du willst. Aber alles gut. Ja, okay. Und die dritte und wichtigste Kategorie... Ist? Präsentation. Ach ja, gut. Da hätte ich. Also, ja, ich hätte vielleicht einen Anzug Bilder. Anziehen können oder irgendwie sowas. Oder so einen Aktenkoffer. Ja, so, also du hast so Löcher in deinen Hosen. Also. Hallo, das New Style. Wie so ein, ja, wie so ein Businessman wirkst du jetzt hier nicht, aber ich meine. Ja. Ach so, das sagt die Wassermelone gerade zu mir. Mhm, alles klar. Ja. Präsentation, ja. Wir haben dort aufgehört, wo wir angefangen haben. Ja, boah, was gebe ich? Präsentation. 4+. 2+. Oh ja, danke schön. Das ist aber sehr, sehr nett von dir. Ja, also, im Endeffekt... Ja, und dann addieren wir alles und kommen auf eine 3. Ja, finde ich gut. Ist genau wie in der Schule, da ist auch so. Hey, du hast in allen Arbeiten eine 2, mündlich stehst du auf 2+, also wird's eine 4-. So, passt perfekt. Meine abschließende letzte Frage für dich ist, würdest du in dieses Dorf eigentlich einziehen? Wenn du müsstest, du sollst nicht einziehen, wenn du müsstest. Also das hier wäre eigentlich ein gutes Grundstück. Okay. Aber unter einer Bedingung. Die wäre? Die Bahn muss ein bisschen geupgradet werden. Okay. Da darf man nicht zwischendurch stehen bleiben und rückwärts fahren. Ja, das musst du mit Architektin Danja klären. Leute! Das war die Reaction von Flo auf unser Minecraft-Loser-Dorf. Ich finde, wir wurden doch besser bewertet, als ich dachte. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir hier vernichtet werden von der Melone. Also ich bin ehrlich, würde ich jetzt nicht einbrechen, dass ihr noch Anfänger seid, dann wäre das ein bisschen anders, aber... Das habe ich jetzt nicht gehört. Das, ne? Das will ich jetzt auch nicht... Man muss ja so die Personen mit einberechnen. Weißt du nicht, irgendwelche Leute, die hier wohnen. Ja, okay, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren... Und die Glocke aktivieren. Schaut auf jeden Fall bei Chaos Flo vorbei. Auch gerne abonnieren. Like da und abonniert. Und die Glocke aktivieren. Schaut auf jeden Fall auch bei dem neuen Minecraft Evolution Projekt vorbei, wo ich hoffentlich bald auch endlich mal mein erstes Video zumache. Wir brauchen den Wasserpark. Ja, wir brauchen den Wasserpark und wir brauchen den absoluten Meister Bademeister. So. Ja. Yeah.
Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Und jetzt kannst du wieder gehen. Tschüss.